Spiele sollen Spaß machen. Doch das ist bei den fiesen Spielchen von Narzissten bestenfalls ein einseitiges Vergnügen. Lernen Sie die Spiele von Narzissten erkennen, dann können Sie bessere Entscheidungen treffen und sich schützen. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Spiele sollten Spaß machen. Weshalb sollten die Beteiligten sie sonst auch fortsetzen? Bei den fiesen Spielchen von Narzissten ist die Motivation allerdings recht einseitig. Mögen die Einblicke in die häufigsten Spiele narzisstischer Persönlichkeiten es ihnen leichter machen, sie als solche zu erkennen und zu beenden. Dieser Beitrag gilt nicht der Diagnostik pathologischer Narzissten, sondern dem Ziel, fiesen Zeitgenossen aus dem Weg zu gehen und sich nicht ausnutzen zu lassen. Zur Vereinfachung nenne ich Frauen und Männer mit deutlich narzisstischen Tendenzen, die andere Menschen benachteiligen und verletzen, an dieser Stelle Narzissten. Es kann schmerzhaft, verwirrend und beängstigend sein, das Opfer narzisstischer Spielchen zu sein. Das wird oft viel zu lange ertragen. Besser wird es nicht, da helfen weder Hoffen noch Gewöhnung. Wenn Sie die Spiele erkennen, sind die Chancen größer, dass Sie Ihre nächsten Schritte weise wählen. Wobei die Begriffe Spiel und Spielchen nicht darüber hinwegtauschen sollten, wie ernst die Folgen sein können. Die Bezeichnung ist eher in Anlehnung an den Klassiker Spiele der Erwachsenen von Erik Bernet gedacht. Auch bei destruktiven narzisstischen Spielchen können Sie Einfluss auf das Spiel nehmen, mal mehr und mal weniger. Verändert sich ein Teilnehmender, verändert sich das Spiel, es ist ein System. Womöglich können Sie sich vom Spiel verabschieden und sich in Sicherheit bringen. Es gibt für Sie nichts zu gewinnen. Weshalb spielen Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitstendenzen fiese Spiele? Im Wesentlichen wollen Narzissten ihr wackeliges Selbstwertgefühl und die mühsam konstruierte Fassade schützen und ausbauen. Da sie Angst haben, dass ihr Kartenhaus zusammenfällt, sind sie misstrauisch und daher von der Sehnsucht nach Kontrolle getrieben. Indem Narzissten anderen Menschen ihre Spiele aufzwingen, fühlen sie sich sicherer. Da der Zweck aus ihrer Sicht die Mittel heiligt, ist das aus narzisstischer Logik in Ordnung. Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitstendenzen haben ein geringes Selbstwertgefühl. Infolgedessen drehen sich viele Spiele darum, ein Gefühl der Kontrolle aufrechtzuerhalten, damit sie nicht mit der Scham konfrontiert werden, die sie im Inneren vor sich und anderen Menschen verstecken wollen. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeit neigen dazu, Strategien zur Erlangung von Macht und Kontrolle über die Person anzuwenden, um Überlegenheit und Dominanz über diese zu behaupten. Auf diese Weise wollen sie ihre Bedürfnisse befriedigen und ihr Ego, ihren Wert und ihr Selbstwertgefühl steigern. Zu den üblichen Spielchen, die jemand mit narzisstischen Persönlichkeitstendenzen treibt, gehören unter anderem erstens Lovebombing, erst Zuckerbrot und Peitsche, zweitens Verantwortung unterjubeln, drittens Schuldgefühle fördern, viertens verdrehte Rollen, Narzissten spielen das Opfer. Fünftens Gaslighting, Beeinflussung der Wahrnehmung. Sechstens Triangulation, Puppentheater. Siebtens Hoovering, zurückgesaugt. Achtens, von wegen des Spieles beendet. Ghosting. Neuntens, Rache. Zehntens, Flying Monkeys, Handlanger. Elftens, Isolation, wie abgeschnitten. Zwölftens, Entwertung, es könne eingehen. 13, Minenfeld, gehen wie auf Eierschalen. 14, Silent Treatment, Schweigewarnung, Schweigen als Waffe. 15, Mikromanipulation, Nadelstiche. 16, Verleumdungskampagnen mit Dreckwerfen. 17 Budenzauber, Drama, Nebelkerzen am See. 18 Stalking. Das Spiel ist noch nicht am Ende. Sicherheitshalber. Auch wenn diese Spiele bei narzisstischen Personen häufig vorkommen,
gibt es noch andere Persönlichkeiten, die das tun. Es existieren einige Verhaltensweisen, die sehr typisch für toxische Persönlichkeiten wie Narzissten sind. In diesem Beitrag geht es um 18 von ihnen. Wenn Sie sich mit diesen Spielen vertraut machen, können Sie diese erkennen und angemessen persönliche Grenzen setzen. Narzissten machen ihre Zielperson mit Lovebombing gefügig. Beim Lovebombing werden sie mit Zuneigung, Geschenken und Versprechungen für die Zukunft überschüttet, sodass sie glauben, sie hätten die Person ihrer Träume gefunden. Dieser anscheinend wunderbare Mensch gibt ihnen alles, was sie sich je ersehnt haben und das im Überfluss. Kann jemand einfühlsamer, wohlwollender, liebevoller, fürsorglicher und angenehmer sein? Alles geht so schnell. Die Glückshormone fließen wie im Paradies. Und schon sind sie süchtig. Das werden sie vermissen, wenn es ihnen entzogen wird. Lovebombing findet vor allem am Anfang von Beziehungen statt und ist in übertragener Form auch außerhalb von romantischen Beziehungen zu finden. Ein Mitarbeiter feiert sie in den Himmel, ein neuer Bekannter ist so begeistert von ihnen und ihren Erfolgen und, und. Halten es Narzissten für erforderlich, dann wird Lovebombing auch in späteren Phasen eingesetzt. Falsche Hoffnung zu nähren, soll Narzissten den Einfluss sichern. Narzissten machen keine Fehler, und wenn doch, reichen sie den schwarzen Peter weiter. Neben der nachträglichen Weitergabe von Verantwortung sind Narzissten bestrebt, auch unliebsame Themen schnellstens weiterzureichen. Ehe sie verstanden haben, wie es geschah, übernehmen sie Aufgaben, die Narzissten erledigen sollten. Und wehe, sie fangen den Ball nicht auf. Wer sich schuldig fühlt, lässt sich bereitwilliger beeinflussen, achtet nicht gut auf sich und ansonsten geltende Werte. Daran haben Narzissten großes Interesse. Emotionale Erpressung und Double Binds, also Doppelbotschaften, werden häufig eingesetzt. Wollen Sie Doppelbindungen bedienen, ist Fehlverhalten und somit Schuld vorprogrammiert. Dafür werden Doppelbindungen eingesetzt und wenn Sie das nicht erkennen, hängen Sie am Haken. Kleine Gefallen wirken anfangs harmlos, doch dann wird dank Schuldgefühl mit Zins und Zinseszins die Rückzahlung eingefordert. Menschen mit narzisstischen Tendenzen haben oft ein ausgeprägtes Anspruchsdenken. Narzissten wollen glauben, dass sie eine besondere Aufmerksamkeit, eine spezielle Behandlung verdienen. Narzissten können ihre einfühlsame Persönlichkeit ausnutzen, um sie zu manipulieren, damit sie ihnen helfen oder sie schonen. Deswegen stellen Narzissten gerne sich selbst als Opfer dar. Es fällt ihnen vielleicht schwerer, jemanden zu verlassen, der ständig vom Pech verfolgt zu sein scheint, dem es schlecht geht. Besonders perfide wird es, wenn sich Narzissten als Täter selbst zu Opfern erklären. Das ist für die tatsächlichen Opfer ganz besonders schmerzhaft und zu oft gelingt es den Narzissten, das Umfeld zu betrügen, es zu täuschen. Gaslighting bedeutet, die Wahrheit einer Situation zu leugnen, ihren Realitätssinn zu verwirren, sie an ihrer Wahrnehmung, ihrem Denken und Handeln zweifeln zu lassen. Was immer sie tun, es wird in ein verwirrendes Licht gesetzt. Narzissten wollen mit Gaslighting erreichen, dass sie nicht bei ihren Machenschaften erwischt werden. Ihre Opfer sollen an sich selbst anstatt am Göttergeschenk zweifeln. Häufige Begleiterscheinungen sind Verwirrung, Scham und Schuldgefühle. Wer sich häufig verwirrt fühlt, sollte genauer hinsehen, ob das am Spiel von Narzissten liegt. Narzissten beziehen eine dritte Person in die Beziehung ein. Triangulation kann viele Formen annehmen. Es kann beispielsweise ein potenzielles neues Opfer gefunden werden, um so Eifersucht und Verlustangst bei bisherigen Partnern zu schüren.
Auch Freunde, Kinder oder Elternteile können zu neuen Verbündeten werden. Ziel ist es, dem Opfer zu verdeutlichen, dass es machtlos ist und keine Kontrolle über die Situation hat. Und besonders perfide, dass es leicht ersetzt werden kann, wenn es sich nicht wie gewünscht fügt. Triangulation dient narzisstischen Menschen dazu, ihre Macht zu demonstrieren und auszubauen. Sie dient der Manipulation, indem beispielsweise Flying Monkeys gegen das Opfer aufgebracht werden. So kann auch das Nähe-Distanz-Verhältnis vergrößert werden, wenn es narzisstischen Partnern in einer toxischen Beziehung zu persönlich wird. Geht der Einfluss verloren, werden Sie mittels Hoovering zurück in den Einflussbereich gesogen. Mit einer Reihe von Maßnahmen, von butterweich bis brutal, sollen Sie wieder eingefangen werden. Bei diesem Spiel geht es um Kontrolle und Selbstbild der Narzissten, nicht darum, dass Sie ihnen etwas bedeuten. Wehe, Sie gehen dem auf den Leim. Ghosting kann auftreten, wenn jemand nicht mehr das Gefühl hat, dass Sie ihm etwas zu bieten haben, das als wertvoll empfunden wird. Als Teil des Verhaltensmusters Abwertung und Zurückweisung wird der Kontakt abgebrochen. Es gibt viele Gründe, warum Sie geghostet werden. Die Person hat vielleicht das Interesse an Ihnen verloren oder möchte einfach nur sehen, wie viel Ihnen wirklich an ihr liegt. Was auch immer der Grund ist, diese Machtdemonstration kann eine weitere Manipulationstechnik sein, mit der versucht wird, die Beziehung zu kontrollieren. Ein zerbrechliches Selbstwertgefühl ist typisch für jemanden mit narzisstischen Zügen. Wenn Sie Narzissten auf Ihr Verhalten ansprechen, kann dies eine narzisstische Wut oder Verletzung auslösen. Anstatt sich mit den schwierigen Gefühlen auseinanderzusetzen und sich selbst zu reflektieren, kann es sein, dass Betroffene die Qualen, die sie empfinden, in Form von Rache nach außen tragen. Wo sich Narzissten nicht die Finger schmutzig machen wollen, setzen sie ihre Handlanger ein. Flying Monkeys. So wird der Einfluss von Narzissten größer. Die fliegenden Affen geben sich gegebenenfalls als Freunde aus, um sie besser zu beeinflussen. Narzissten haben kein Interesse daran, dass sie sich persönlich weiterentwickeln. Selbstreflexion und Kontakte zu anderen Menschen könnten dazu beitragen, dass toxische Verhaltensweisen als solche erkannt werden. Das wollen Narzissten dadurch vermeiden, dass sie von solchen Gelegenheiten abgeschnitten werden. Narzissten geht es nicht darum, möglichst viel qualitativ hochwertige Zeit miteinander zu verbringen, sondern darum, sich zu isolieren, damit sie nicht erkennen, was da vor sich geht. Narzissten wollen ihr mühsam konstruiertes Selbstbild schützen, indem sie alles Schlechte draußen lassen und alles Gute für sich selbst beanspruchen. Das erklärt die Absicht der vielen Verhaltensweisen von Narzissten. Indem Narzissten die Welt in Gut und Böse teilen, können sie sich selbst erhöhen, während sie alle anderen abwerten. Wer dem eine Weile ausgesetzt ist, beginnt an sich selbst zu zweifeln. Narzisstische Wut ist keine Freude. Sie kann sehr heftig ausfallen und ausufern. Egal, was sie tun, es ist falsch. Und die Reaktion ist heftig. Deshalb beginnen sie bald, sich wie auf einem Minenfeld zu bewegen, um dem zu entgehen. So lassen sie sich besser kontrollieren, denn sie beginnen, sich und ihre Bedürfnisse zunehmend zurückzunehmen. Einschüchterung ist ein beliebtes Mittel im Werkzeugkoffer von Narzissten. Die Schweigebehandlung ist eine Form des egoistischen Missbrauchs, die sehr häufig von Menschen mit narzisstischen Tendenzen angewendet wird. Verunsichern, abwehren, bestrafen. Die Schweigebehandlung zielt darauf ab, missbrauchenden Personen Kontrolle zu verschaffen, die Versuche der Zielperson, sich zu behaupten und auf sich Acht zu geben, zum Schweigen zu bringen. Konfliktlösung,
die Übernahme persönlicher Verantwortung und Kompromisse zu vermeiden oder die Zielperson für eine vermeintliche Kränkung des Egos zu bestrafen. Oft ist das Ergebnis der Schweigebehandlung genau das, was die narzisstische Person erreichen will. Eine Reaktion der Zielperson und ein Gefühl der Kontrolle. Dass Menschen dabei emotional verletzt werden, egal. Das Schweigen kann Tage, Wochen und sogar Monate dauern. Die Zielpersonen bemühen sich, auf das unerträgliche Schweigen zu reagieren. Er oder sie wendet sich beispielsweise wiederholt per E-Mail, Telefon oder SMS an die narzisstische Person, um Missverständnisse zu klären. Dem wird dann mit anhaltender Verachtung, Geringschätzung und Schweigen begegnet. Im Wesentlichen ist die Botschaft der narzisstischen Person eine extreme Missbilligung, die so weit geht, dass die Zielperson so unbedeutend gemacht wird, dass sie ignoriert wird und in den Augen der narzisstischen Person mehr oder weniger nicht mehr existiert. Die emotionale Reife typischer narzisstischer Personen ist vergleichbar mit einem 5-jährigen Kind. Da keine weitere Kommunikation stattfinden kann, solange die narzisstische Person nicht beschließt, der Zielperson eine weitere Chance zu geben, wird ein falsches Gefühl der Kontrolle genährt. Manipulation ist eine der typischen Verhaltensweisen von Narzissten. In einigen Fällen ist die Beeinflussnahme leicht zu erkennen und es gelingt, auf sich aufzupassen. Die Manipulationen sind jedoch mitunter viel verdeckter. Beispielsweise, wenn sie von vertrauten Personen ausgehen. Es dauert oft sehr lange, bis Betroffene das fiese Spiel als solches erkennen. Narzissten machen ihnen das so schwer wie möglich. Mit kleinen Manipulationen wollen sie die Kontrolle behalten. Wenn direkte Manipulationstechniken nicht funktionieren, greifen Narzissten zu sogenannten Mikromanipulationen. Mikromanipulationen sind mehr auf Sympathie und Empathie des Partners und den eigenen, selbst wahrgenommenen Opferstatus ausgerichtet. Mikromanipulationen sind absichtliche Versuche, die Deutungshoheit zu erlangen und so die Kontrolle über die Gedanken und Gefühle anderer Menschen zu sichern. Häufige Mittel sind beiläufige Bemerkungen, kleine, fiese Versehen und das Schüren von Angst. Sie spielen nicht nach den Wünschen von Narzissten? Dann kann es zu Verleumdungskampagnen kommen. Menschen sollen gegen sie aufgebracht werden. Dabei kann es sehr schmutzig werden. Narzissten lieben das Drama. Meinen Narzissten, dass es eng für sie wird, dann hilft ihnen ihr Drama auch dabei, das Umfeld abzulenken. Budenzauber vernebelt, was nicht erkannt werden soll. Blitzschnell wird der Fokus beeinflusst. Der überraschende Themenwechsel ist auch dazu geeignet, Amnesie zu erzeugen, also vergessen zu machen, was gerade noch drohend auf dem Tisch lag. So einfach geben sich einige Narzissten nicht geschlagen. Von wegen, das Spiel ist aus. Es bleibt immer noch das Stalking. Stalking kann mehreren Zwecken dienen. Entweder soll es das Hoovering vorbereiten, um sie mittels erneutem Lovebombing und falscher Versprechungen in die toxische Beziehung zurückzusagen, oder es wird auf diese Weise Material gesammelt, das gegen sie verwendet werden kann. In einigen mir bekannten Fällen wurden sogar Privatdetektive eingesetzt. Dass die Spiele von Narzissten anderen Gesetzen folgen, wird schnell deutlich. Und es gibt kaum Grenzen. Schnell wird der legale Rahmen verlassen. Unfaire Spielchen führen zu Verletzungen. Wenn Sie sich in einer Beziehung mit einer narzisstischen Person befinden, besteht der erste Schritt darin, sich die eigenen Verletzungen einzugestehen. Zu erkennen, dass hier etwas irgendwie nicht stimmt. Fühlen Sie den Schmerz, sortieren Sie sich und handeln Sie. Raus aus der Starre. Konzentrieren Sie sich nicht zu lange auf das Verhalten von Narzissten, sondern auf Ihren eigenen persönlichen Spielraum. Es kann Ihnen helfen,
sich die folgenden Fragen zu stellen. Wie ist es dazu gekommen? Was lerne ich daraus? Was lässt mich an dieser Verbindung so lange festhalten? Welche Überzeugungen könnten dazu geführt haben? Welche sind konstruktiver? Woher kommen diese? Und wie fördere ich positive neue Überzeugungen bei Wahrnehmung, Denken und Handeln? Gönnen Sie sich den Beitrag, indem Sie erfahren, weshalb es besser ist, Ihre Einsichten zum narzisstischen Verhalten für sich zu behalten. So haben Sie einen Vorteil und den werden Sie brauchen. Sie finden in einigen Beiträgen ausführliche Beschreibungen zu typischen Verhaltensweisen von Narzissten, den Zusammenhängen und möglichen Wegen, damit umzugehen. Informieren Sie sich, entscheiden und handeln Sie weise. Es kann hilfreich sein, sich unterstützen zu lassen. Suchen Sie sich jemanden, der Ihnen hilft, Ihre Gefühle zu verarbeiten und für Sie passende Entscheidungen zu treffen. Je nach Situation und Zielen bietet sich ein Coach oder Therapeut an. Arbeiten Sie daran, Grenzen zu setzen und sich über die Eigenschaften von Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitstendenzen zu informieren, die Zusammenhänge zu erkennen und gute Entscheidungen zu treffen. Viele grundlegende Informationen finden Sie schon in den vielen Beiträgen zum Thema. Eine Therapie kann in vielerlei Hinsicht hilfreich sein. Sie können gesunde Bewältigungsmechanismen erlernen, Anzeichen erkennen, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen aufbauen. Die Folgen narzisstischen Missbrauchs werden häufig unterschätzt, doch die Verletzungen sitzen oft tief und heilen nicht von alleine. Worum geht es bei diesen fiesen Spielchen? Genau genommen geht es beim üblen Spiel von Narzissten nicht um sie. Sie sind Teil eines Spiels, in dem nur eine Person eine wichtige Rolle spielt. Auch hier geht es nicht um sie, sondern alles dreht sich um die narzisstische Persönlichkeit, das Göttergeschenk. Viele der Spielchen sind unangenehm, einige verletzend und andere akut gefährlich. Geben Sie auf sich und andere Acht. Lassen Sie sich das nicht gefallen. Halten Sie sich, womöglich, fern. Lassen Sie sich helfen. Gegebenenfalls auch juristisch. Sie haben ein erfüllendes Leben verdient. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen Sie Ihren Weg. Passen Sie gut auf sich auf.